Umgang mit Arcadia bzw. Acedia bei anderen. Arcadia, Acedia ist jetzt kein Wort der Alltagssprache. Arcadia ist ein lateinisches Wort. Arcadia bedeutet Fahrlässigkeit, Trägheit, Nachlässigkeit. Arcadia war im alten Christentum eine der sieben Todsünden. Also insbesondere für spirituelle Menschen ist Arcadia eine gewisse Gefahr. Man wird träge und man kümmert sich nicht mehr wirklich um spirituelles Vorankommen. Wer auf dem spirituellen Weg ist, der wird am Anfang oft voller Engagement sein, der will spirituell sich entwickeln, der will Gott erfahren. Nach einer Weile aber merkt man, ganz so schnell geht es nicht. Man lernt, sich selbst zu akzeptieren und kümmert sich um seinen Lebensunterhalt, dass man ein angenehmes Leben hat. Das ist dann diese Arcadia, eine große Gefahr für einen spirituellen Menschen. Man hat nicht mehr den Ehrgeiz wie vielleicht weltliche Menschen, denn man weiß, Äußeres macht einen nicht glücklich. Man hat den spirituellen Ehrgeiz nicht so, weil man merkt, so schnell erreicht man Gott auch nicht. Also dümpelt man vor sich hin. Wenn man das sieht bei jemand anderem, gut, zunächst mal sollte man sich bewusst machen, das ist auch die eigene Gefahr, aber wenn man bei jemand anders sieht, dass er dieser Arcadia zum Opfer gefallen ist oder bis zu einem gewissen Grade, dann kann man probieren, ihn zu inspirieren. Man kann das ansprechen, man kann vielleicht auch sich austauschen mit dem anderen darüber. Manchmal kann man ihm oder ihr raten, zu Gott zu beten. Manchmal kann man ihm oder ihr raten, die spirituelle Praxis zu intensivieren. Manchmal kann man dem anderen raten, tief vom Herzen her nach Gott zu verlangen.